Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start. In der letzten Folge haben wir den Schmuggelgeschäft mal kurz eben übernommen und haben uns Vito zugewiesen. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal mit dem Vito fahren, mit dem quatschen. Das Gute ist ja, ist direkt hier vorne. Na komm. Er scheint nicht. Okay. Ja, bitte was? Ja. Oh. Okay. Ja, da müssen wir den jetzt jagen, oder was? Ist das... Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist eben ein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, bis ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Wir haben Besuch. Geh zurück zu Sal und sag ihm, er soll Vitos Caletta in Ruhe lassen. Vergiss es, ich sag's ihm selbst. Ah, oh, das war mir so klar. Vergesst es, ihr Wichser. Greco gehört mir. Das war mir so klar. Ich weiß nicht, wo ich... Was er jetzt gerade veranstaltet hat. Also einfach gegengefahren oder zurückgefallen. So, ja, der ist weg. Fuck it, Alter. Das erste Mal. Wie sie fotzen, Alter. Wie den Typen, den ihr uns gejagt habt. Okay. So, da müssen wir es halt versuchen nochmal zu machen, oder was? Ist das... Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist eben ein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir... Ah, das war mir so klar. Wenn ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Ja, Thema hat sich erledigt. Hey, hey, dranbleiben. Ja, würde ich ja gerne. Das Auto hat sich einfach mal kurz selbstständig gemacht. Du merkst es nicht. Ah, ihr... Mann! Weil sich die Mühle einfach komplett verabschiedet hat, ey. Weil die sich einfach komplett aufs Dach gedreht hat. Aber warum, ey? Ich bin nur da rübergesprungen. Die vorher auch. Mein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, bis ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz.
Verstehe. Wollt ihr Arschlöcher für diesen Scheißkerl von Bracco draufgehen? Hä? Ah, war mir klar. Ja, ist gut, wir sind tot, Mann. Das nervt mich nicht. So, und das Ganze dann jetzt noch ein viertes Mal. So viel zum Thema, wir kommen locker durch. Bisher, na, mit dieser Mission erstmal gerade nicht, weil wieder ständig irgendwas passiert, was ohne Folge gesehen ist. Ach, da wirst du einfach von, aber ich nun wüsste, einfach beim Aufknall. Ist das... Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist eben ein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach mal Kano? Kano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, dass ich mal Kano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Nicht auf meinen Wagen, Vito! Mann! Ich kann nichts versprechen. Ich lasse diesen Arsch auf keinen Fall entkommen. Komm. So, weitergekommen als vorher schon mal. Ah, nimm deine Mühle da weg, Alter! Ich muss da Feuer angreifen! Eine Kacke, Alter. Verdammte Scheiße, der Wichser hat meinen Wagen! Boah. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Das ist mein Scheißauto! Aber die alle so beschissen parken, ne? Ah, nimm deine Kacke da, Mühle weg. Ah, ist okay. Ah, das ist klar. Verpisst euch von mir! Mann, das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Was ist denn heute los, ey? Diese Mission, ne? Heute los an dieser Mission, ey, das ist zu kotzen gerade. Ja, schon wieder mit der gleichen. Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Er ist eben ein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach mal Kano? Kano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, bis ich mal Kano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Ja, und wieder ist... Och man, könnt ihr eigentlich was anderes machen, als auf ständig auf meine Reifen zu schießen? Verdammte Scheiße, Sales Jungs geben nicht auf, was? Vergesst es, ihr Mann, verpiss dich! Ja, ist gut, Alter! Rastet einfach aus! Da muss der scheiß... Muss der scheiß Wendenverkehr, hab ich immer noch mal fahren. Ich muss nicht mal fahren, das geht nicht anders. Boah, Alter, gib mir das gerade auf den Sack, ey. Das gibt mir, das nervt mich gerade extrem.
Ey, die ganze Zeit wirst du durch irgendwelche Randoms getötet oder du musst Reifen verschießen die ganze Zeit, da willst du einen verhassten Fass oder nö, da musst du auch von den tausenden Typen getötet werden. So, und das Ganze gefühlt ein 60.000. Mal. Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist dem ein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach mal Kano? Kano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Ich möchte mir Zeit lassen. Außerdem, bis ich mal Kano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Ja, fick dich doch, ey. Komm, wir können ins Wasser fallen. Jetzt geht's in eine Runde Planschen. Du nicht aus den Augen, Lincoln. Jemand muss mir helfen. Oh Mann. Ja, geh doch in Deckung. Wofür? Ich hab doch nicht mal Typen an der Backe und kriegst du direkt wieder. Ich hab doch nicht mal mich an der Backe. Dann deine Scheißmühle da weg, Mann! Nimm deine Kacke da weg! Nimm deine scheiß Kackmühle da weg! So, endlich haben wir sie weg. So, du Arsch, ey. Ärger, dass du mich lange genug gemacht. Schmeiß einfach ins Wasser. Diese verschissenen Maisfresser abhängen. Was ist passiert? Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und jetzt halt's Maul. Oh, ich dachte mir schon irgendwas. Ich dachte schon, wer spricht mit. So, die kommst du erstmal da hinten da. Himmel, fahr langsamer, du fliegende Affe! An alle Einheiten. Licht und Licht, lass mich endlich. Wohin? Zu dir? Ja. Da hinten rum zum Gästehaus. Was dich betrifft, benimm dich ein bisschen. Großer Gott. Hilfe! So, sind die jetzt weg oder was? Hilfe! Achte auf die Bullen. Ich will nicht mit diesem Arschloch auf der Rückbank angehalten werden. Oh Gott sei Dank, Alter. Puh, lang genug gedauert. Doch.
Oh. Hat ihm gerade die Finger abgeschnitten? Nö. Vielen Dank. Oh, Telefon. What? Jetzt weiß er Bescheid. So, dann machen wir das so. Rede mit Vater James, wie es wirklich läuft. So heißt die Mission.
Kriege ich jetzt gerade irgendwie. Warte mal. Krieg ich die Tür nicht auf? Der kriegt dich auf, ne? So, warte mal. Ich würde mich kurz eben noch den Erste-Hilfe-Kasten da unten suchen. Ja, genau, ich glaube, der Michael Greco, das ist abgeschlossen, das weiß ich auch mittlerweile. Ich dachte, wir können jetzt auch wohl rein. Wir können ja gar nicht rein in das Gebäude, oder was? Ich dachte, wir könnten jetzt auch ohne Probleme in das Gebäude rein, oder nicht? Scheinbar, aber nicht. Gut, das ist schade. Aber, warte mal, dann mal eben kurz das Ding hier mit. Zack, den nehmen wir dann mal den hier raus. Und dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3 und dann Quatsch mal mit Pater James. Ja, sehr gut. Das haben wir. Riverflow ist schon erledigt. Wie gesagt, das ist schon unser Gebiet wieder. Sehr gut. Ist das die nächste Mission da oben? Ja, das ist die nächste, wäre die nächste Stelle auf jeden Fall. Gut, dann war's das für heute. Tschüss.